Sommertour ist heute in Strengberg im Bezirk Amstetten in die neue Woche gestartet. Wer früher in den Westen fuhr, musste durch die Gemeinde. Mit dem Bau der Westautobahn hat sich das in den 70er Jahren aber von einem Tag auf den anderen geändert. In der 2100 Einwohnergemeinde ist aber auch ohne den großen Verkehr viel in Bewegung, wie Thomas Koppensteiner heute festgestellt hat. Herzlich willkommen in einer neuen Sommertourwoche. Herzlich willkommen aus Strengberg. Ja, das ist Strengberg so, wie man es kennt vom Vorbeifahren auf der Westautobahn. Auf Kilometer 136,01 befindet sich hier die Raststation. Es gibt 97 Stellplätze für Pkw, 25 für Lkw, eine Tankstelle, ein Restaurant und einen Spielplatz. Ein wunderbarer Ort, aber Strengberg hat noch viel mehr zu bieten als nur diese Raststation. Strengberg ist die Heimat von Florian Gschwandner, dem Gründer von Rantastic. Die Fitness-App hat auch hier ihren Anfang genommen. Es ist alles sozusagen hier in Strengberg entstanden. Ich bin hier groß geworden. Wir stehen jetzt am Fußballplatz, wo ich viele Stunden verbracht habe, sozusagen als aktiver Fußballspieler. Und es ist immer wieder sehr schön, auch zurückzukommen in den Heimatort. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass es den Leuten Spaß machen könnte, mit deinem Handy am Arm herumzulaufen? Naja, Bewegung und Sport war irgendwie seit dem Kindheitsalter irgendwie sehr, sehr spannend. Und dann haben wir eigentlich sehr technisch studiert, meine Kollegen und ich, und irgendwie festgestellt, dass es noch keine Möglichkeit gibt, mit dem Smartphone seine sportlichen Aktivitäten zu messen. Und das war eine Idee. Ideen haben viele. Das Wichtige ist die Umsetzung. Und dann haben wir damit gestartet und tatsächlich die ersten Prototypen hier in Strengberg auch bei unserem Bauernhof zu Hause programmiert, wenn man so will.
Früher war Strengberg ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Wer von Wien nach Salzburg unterwegs war, der musste hier durch die Gemeinde. Und wer von der langen Reise erschöpft war, der hat hier Station gemacht in der Alten Post. Ja, liebe Frau Ziervogel, ein sehr prunkvolles Gebäude. War das quasi die Raststation des 17. Jahrhunderts? Könnte man so sagen, 1689 erbaut. Und vorrangig war das die Poststation mit einer Taverne für die höher gestellten Persönlichkeiten. Übernachtet sind hier gekrönte Häupter, reiche Leute. Es gab auch einige Einkehrgasthäuser hier, aber das war für das gewöhnliche Volk. Wer hat hier alle übernachtet in Strengberg? Ach Gott, da könnte man sagen, Maria Theresia, die haben wir auch hier hängen. Oder sogar Mozart, der war aber damals noch ein Kind. Grillparzer hat hier übernachtet. Und alles, was, könnte man sagen, Rang und Namen hatte in der adeligen Gesellschaft, war hier zu Gast. Heute hat die Alte Post mit der Post aber nur noch gelegentlich etwas zu tun. In Strengberg dreht sich vieles um die Mobilität. Es gibt einen Oldtimer-Traktorverein, ein Fahrradmuseum und sogar eine Gondel. Die steht im Garten des Gemeindearztes. Ja, das ist so. Wir kommen aus dem Salzkammergut und haben dadurch eine besondere Beziehung auch zu den Aufstiegshilfen. 2013 wurde die alte Grünberg-Seilbahn erneuert. Und mein Sohn, der sich sehr für Seilbahnen und Aufstiegshilfen interessiert, weil er sehr sportlich ist, hat eine Gondel ersteigert. Na dann, Abfahrt zur Ortsgaudi. Wir haben gesagt, für die heutige Ortsgaudi verwandeln wir die Hauptstraße in eine Laufstrecke. Sensationell ist das gelungen, alle sind dabei. Bist du der schnellste Läufer vom ganzen Sportverein? Nein, nicht. Ich bin Verteidiger und da bin ich nicht so schnell. Naja, ich glaube für 78 Jahre ist gut gegangen. Für uns geht die Reise jetzt weiter. Vielen Dank an das stärkste Paar der Welt, Markus und Elbisa Zehethofer. Morgen sind wir in St. André Wördern. Alles Liebe aus Strengberg.